Ein Bruder sagt, und ich hoffe, dass er heute bi'idhnillah ta'ala etwas ins Herz bekommt, damit er diese Arbeit unterlässt. Er sagt, er arbeitet in einer Pizzeria und in dieser Pizzeria wird auch Alkohol verkauft. Erstmal, ist die Arbeit da drin halal? Nein. Denn sein Vermögen ist richtig, teilt sich in Haram und Halal. Denn nicht jede Pizza ist verboten. Nicht jede Pizza hat etwas oder nicht auf jede Pizza wird etwas Haram gelegt. Sondern es gibt Pizzen, die sind vegetarische Pizzen oder andere, die sind erlaubt zu verkaufen und das Geld ist Halal. Aber wenn man diese Pizza belegt mit Schwein und anderen Sachen, Fleisch, was nicht rein ist, so ist das eine Sünde und sein Geld ist Haram. Und er wird dafür zur Verantwortung gezogen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der seinen Körper von Haram ernährt, so hat das Höllenfeuer mehr Anrecht auf ihn. Derjenige, der seinen Körper von Haram ernährt, so hat das Höllenfeuer mehr Anrecht auf ihn. Walhamdulillah rabbil alamin. Ich meine, wir leben in einem Land, wo man verhungert, ja oder nein? Verhungert man hier? Teil. Dann soll man, wenn auch der schlimmste Zustand eintrifft, dass man keine Arbeit hat und man kurze Zeit Sozialleistung bekommt, ist das besser, als dass jemand Haram verkauft. Und er soll lieber diese Arbeit beenden und sich was Neues suchen. Wallahu ta'ala ala wa ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala dem Bruder dazu verhelfen.